Wie kannst du es denn anstellen, dass deine Partnerin dich unterstützt in deiner Tatkraft, in deiner Freiheit der Entscheidungen und indem sie dir eben auch das gibt, was du dir so sehr von ihr wünschst? Darum soll es in diesem Video gehen. Und ich weiß, das ist so ein ganz super wichtiges Thema und mir fallen dabei immer die ganzen Männer ein, die sozusagen sich von dieser Liebe der Frau abgeschnitten haben und die keine Beziehung mehr eingehen, weil sie eben sagen, die Frau unterstützt meine Freiheit nicht und schneidet mich, beschneidet mich und ich kann überhaupt gar nicht mehr tun, was ich will. Und vielleicht ist das auch ein Video für euch, ja? Also für dich, wenn du das so denkst. Weil es geht anders und das zeige ich dir hier. Okay? Schön, dass du hier bist. Mein Name ist Jenny Kühne und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit Männern Klartext über Sexualität und Partnerschaft zu sprechen. Und ja, ich liebe es und ich liebe auch Männer. Und ich schätze es unheimlich, wenn die Männer in ihrer Kraft sind. Und deswegen tue ich mein Menschenmöglichstes dafür, euch und dich dabei zu unterstützen, ein cooler, ein toller, ein wunderbarer Mann zu sein. So, und heute geht es eben um diese Frage, die Freiheit, die sich jeder Mann wünscht, wie du die bekommst und wie du die vor allem von einer Frau bekommst. Wie die Frau dich so unterstützt, dass du deine Entscheidungen treffen kannst. Ich freue mich so über dieses Video, dass ich das jetzt machen darf. Also, wie soll ich sagen? Es geht ja darum, erstmal zu erkennen, dass Mann und Frau ganz unterschiedlich sind. Und alleine das ist ja schon ein politisches Statement in dieser Zeit. Aber ihr wisst, ich nehme hier ja kein Blatt vor den Mund. Also, das heißt, es gibt unterschiedliche Liebesbedürfnisse zwischen Mann und Frau. Und wir können sagen, bei ihm geht es sozusagen darum, dass er für seine Tat, also für die männliche Tatkraft, dass er die anerkannt bekommt oder dass er eben eine Wertschätzung erfährt, dass seine Tat nützlich ist, dass die gut ist, dass er Vertrauen bekommt, dass er Anerkennung bekommt, dass er Ermutigung bekommt. Ja, und das bündelt sich eigentlich für mich auch in diesem Wort Freiheit, also dass du die Freiheit hast zu tun, was du tun willst und was getan werden muss jetzt für dich in deinem Leben. Ja? Und die weiblichen Liebesbedürfnisse können wir zusammenfassen, indem dass sie gesehen werden will, verstanden werden will, umsorgt werden will und dass sie das jeden Tag braucht. Also das kann man so mit dem Bild einer Blume eigentlich gut beschreiben. Ja? Die Blume braucht jeden Tag Sonne, jeden Tag Licht, jeden Tag Wasser. Und sie braucht wahrscheinlich auch Menschen oder Tiere, die sie sehen und die sich an ihr erfreuen. Ja, und dann kannst du vielleicht mit diesen Bildern arbeiten. Und weil es hängt zusammen, weil nämlich, wenn du ihr dieses Gefühl gibst, dass sie eine wunderbare Blume ist, die blüht und die auch so sein darf, wie sie gerade es fühlt, dann gibt sie dir dieses Vertrauen und diese Ermutigung, dass du eben die Entscheidungen treffen kannst, die du treffen willst. Ja? Und dann gibt sie dir auch die Freiheit, die du brauchst. Klar, gibt sie dir nur die Freiheit, die du dir selbst gibst. Also wenn du zum Beispiel, ich arbeite ja mit vielen Männern im Einzelcoaching und da habe ich immer wieder Männer, die sich gar keine Freiheit nehmen, die gar nicht alleine irgendetwas entscheiden oder tun wollen. Die wollen das einfach immer mit ihrer Partnerin tun und kommen dann irgendwann dahinter, dass da anscheinend irgendwas fehlt oder dass das noch nicht alles ist. Ja, also es geht darum, wie viel Freiheit
nimmst du dir oder gestehst du dir zu? Und vielleicht noch größer gefragt, was willst du denn in der Welt verändern oder was willst du denn in der Welt tun? Ja, also wofür brauchst du denn diese Freiheit? Was ist denn dein Sinn und dein Ziel und deine Vision? Ja, und wenn du da mal groß denkst und frei von einengenden Gedanken und Gewohnheiten dir dein Leben anschaust oder vielleicht auch, naja, den Zeitgeist und was man eigentlich gerade bräuchte hier auf der Erde, ja? Wenn du sozusagen von der Vision guckst und nicht von deinem Ist-Stand, dann kriegst du eine ganz andere Brille und eine viel, viel größere Sichtweise. So, und ihr wisst das, ich verbinde diese Erotik, die spielerische Leichtigkeit mit dieser Tiefe. Und ich erwarte von dir und von jedem Mann, der sich hier auf den Weg macht, dass er auch sich diese Themen der Größe und der Freiheit und des Nützlichseins für diese Welt sich anschaut und da Aufgaben oder Entscheidungen, können wir auch sagen, findet, die er treffen kann und treffen will und für die er geht. Und ich kann dir sagen, du bekommst mega, mega Unterstützung von deiner Partnerin, wenn sie erkennt und von dir erfährt, wie das eben nützlich ist oder wie groß das ist und was du tun willst. Sie braucht dafür nur tägliches Licht, tägliche Liebe und tägliche, also was hätte ich jetzt fast gesagt, tägliches, ne, männliches, ja, Freuden, den Freudennektar des Mannes. Ich sag das mal so jetzt so blumig, ja. Und das ist natürlich auch nur ein Bild, weil sie braucht sozusagen, dass du ihr etwas gibst. Also ich sage das ja mal so vereinfachend. Bei dir kommt etwas heraus und sie nimmt es auf. Also du gibst und sie nimmt es auf oder nimmt es an. Und diese Bereitschaft braucht sie. Und natürlich auch, dass du wirklich, wirklich zuhörst und für sie da bist, sie wahrnimmst. Ja? Und dann gibt sie dir diese Freiheit, die dir so sehr innewohnt. Also, mein lieber Mann, nimm dir die Freiheit in deinem Geist für dich selbst und dann wirst du sie auch im Außen bei deiner Partnerin finden, wenn du sie mitnimmst auf diesem Weg und ihr täglich, naja, Aufmerksamkeit und Liebe schenkst.